Einen wunderschönen guten Tag. Heute begrüße ich euch mit einer Wärmflasche. Was mit dieser Wärmflasche auf sich hat, nach dem Intro. Ich bin vor 4 Tagen in ein Abenteuer reingestartet, Thema Herbstangeln. Ich habe mir so gedacht, okay, wirst du an den großen Fluss fahren, wirst du schön die schöne Zeit genießen, vielleicht noch den Spätsommer oder den Altweibersommer, okay, wir haben Oktober, aber es ist so krass kommt, also Herbststürme schon, permanent Windgeschwindigkeiten von 55 bis 60 Stundenkilometer mit Böen von weit über 120 und da musste ich natürlich Plätze beangeln, wo ich windgeschützt war. Und ja, das sind oftmals im Herbst nicht die richtigen Stellen, ne? Und habe wirklich da an den Fischen vorbeigeangelt. Boah, das ist doch nicht normal. Mittlerweile ist es auch nicht mehr schön, da kann man machen, was man will. Die Klamotten werden zwangsläufig nass. Auch wenn man Regenkleber über hat, weil die Feuchtigkeit ist nachher überall, ne? Ich habe jetzt gerade einen Anruf bekommen, ich soll machen, dass ich hier wegkomme vom Fluss. Ich schaffe es nicht mehr. Jetzt habe ich mich hier genau auf der anderen Uferseite hingelegt. Hier war so eine kleine Einfahrt im Schilf. Hinter mir ist ein Damm. Der Luftboden ist kaputt. Bevor ich jetzt in Melancholie versinke, werde ich jetzt mal mein Preis einbringen. Oh Mann! Mensch! Die Kamera ist trocken. Ich habe jetzt über eine Stunde die Kamera mit dem kleinen Kocher da unten bearbeitet. Einfach um die Temperatur der Kamera hochzunehmen. Und dann muss ich mir für heute Abend was anderes einfallen lassen. Und zwar werde ich Wärmflaschen nehmen. 2 Stück habe ich bei. Unten eine schöne warme, oben eine schöne warme. Und dann wird dazwischen die Kamera liegen. Und dann hat sie nämlich eine Grundtemperatur, die Kamera. Und dann kann sie nicht beschlagen, wenn es nämlich kalt und feucht ist. Wenn heute Freitag der 13. wäre, dann würde alles passen. Abend, als es noch schön war, habe ich mich an einer Stelle hingesetzt, wo ich wusste, okay, da sind Fische unterwegs. Da habe ich auch einen schönen Fisch gefangen. Auf Taubum-Kalamari-Mix. Und die anderen Routen, die blieben aber still. Aufessen, Ruhe reinbringen lassen. Und dann werde ich hier die Kraniche beobachten, die jetzt hier gerade anfliegen. Ich werde euch ein bisschen dran teilhaben lassen. Ich werde auch Videosequenzen von etwas besserem Wetter mit reinschneiden. Also nicht wundern, wenn ihr so schönes Abendrot habt. Ist jetzt nicht wirklich der Fall. Hier ist ja alles im Grau und Grau. Aber das möchte ich euch nicht vorenthalten. Ist schon Naturspektakel. Naturschauspiel. Betrachtet hat diese Tour extrem viel Erkenntnis standgebracht, was ich für die nächste Tour umsetzen werde und mitnehmen werde. Einmal Buhnenfelder werde ich in der nächsten Tour nicht beangeln, aufgrund der Versandung und dergleichen alles. Und die Spinnangler sollen ruhig da ihre Ruhe haben.
Zweitens, die Stelle, wo ich Erfolg hatte letztens, werde ich auch nicht beangeln. Warum? Viele denken sich, der Fluss ist doch relativ einfach zu beangeln. Mag sein, bis einen bestimmten Kilometerbereich ist er relativ einfach zu beangeln. Aber ab einer bestimmten Kilometer oder desto weiter man nördlich kommt, desto größer wird die Gefahr, dass einfach die Fische weg sind. Fische weg, die können doch nicht aus dem Fluss verschwinden. Doch können sie. Ihr müsst dazu wissen, hier gibt es extrem viel Trockenpolder und Nasspolder. Und die Weißfische ziehen in die Poldergewässer rein und überwintern dort. Und wer zieht hinterher? Die dicken Wallis. Und dann gibt es auf einmal hier einen Schlag und ab dem Bereich, wo ich jetzt gerade sitze, kann man es vergessen, gute Fische zu fangen oder generell einen Welt zu fangen. Dann sind nachher die Quappenangler wieder unterwegs, die Zanderangler und das war's gewesen. Die Welse sind ganz woanders, nicht mehr hier. Und das ist der Erkenntnisstand, den ich mir so in den letzten 2 Jahren angearbeitet habe. Und letztes Jahr habe ich Erfolg gehabt in den Poldern. Kann ich ein paar Bilder reinmachen. Und ja, ich werde ein Video drüber machen. Und kommt im Dezember, Januar, sage ich mal. Und wird nicht einfach werden, weil ich muss auf die Wassertemperaturen achten und auf die Lufttemperaturen. Erstens, ich möchte nicht frieren. Ich brauche ganz wenig Gepäck, wahrscheinlich nur eine Rute. Und wenn ich dieses Video umgesetzt bekomme in diesem Jahr, dann sage ich, oh, geil. Ja, dann sage ich richtig geil. So, was nehme ich noch mit? Ich nehme für den nächsten Trip mit tiefe Rinnen beangeln und vor allen Dingen Futterfische suchen. Das ist das A und O, das ist der Schlüssel hier zum Erfolg. Ich sitze gerade hier, ist auch so ein Phänomen. Ich sitze hier über eine Rinne, 10 Meter entfernt, die Ruten gehen genau in diese Rinne rein. Ich muss so dicht an dieser Rinne sitzen, weil sonst sind die Spinnangler und die machen mir das Leben schwer. Es ist nicht normal, aber egal. So, ja, irgendwie bin ich total happy nach diesem Trip, obwohl es alles andere als glücklich war. Packe jetzt voller Freude zusammen. Und ich werde dann noch einen V-Post jetzt noch fertig machen. Der kommt dann nächste Woche. Ja, über was, wie, wo, warum. Und ja, wünsche allen schöne Zeit am Wasser. Genießt es. Wir sehen uns. Bis dann.